So, willkommen zurück beim weltbesten Let's Play-Kanal auf YouTube. Bobson Gaming ist wieder für euch da. Wir sind wieder beim Ranger Let's Play und spielen wieder ein bisschen rum. Ich bin nicht mehr im Startgebiet, sondern bin jetzt in der Brisbane-Wildnis. Hab hier auch schon ein bisschen was gemacht. Und ich weiß gar nicht, hier vorne ist ein Event, da könnten wir eigentlich gleich mal mitmachen. Bewaffnung ist Lang- und Kurzbogen. Dann haben wir noch zwei Fallen dabei und die gemeinsame Heilung. Mein Tiergefährte ist heute die Dschungelspinne. Yay. Ja, warum Lang- und Kurzbogen? Weil sich das wunderbar ergänzt. Mit dem Kurzbogen kann man Blutung wunderbar verteilen und sich relativ schnell zurückziehen mit Schnellschuss und verkrüppelnder Schuss. Und der Langbogen ist einfach super praktisch, weil er mega viel Schaden macht, weil man mehrere Leute im Sperrfeuer halten kann und weil du mit Kurzdistanzschuss die Leute, wenn sie dir zu nah auf die Pelle rücken, einfach wegballern kannst. Somit hast du halt immer so eine leichte Ground Control dabei. So, wir helfen, glaube ich, mal den Skrit hier. Der Weg ist gar nicht mehr weit für die Jungs. Sind ja auch nicht alleine. Und ein Guardian dabei. Und ein Thief ist auch noch dabei. Ich denke mal, wir sind hier gleich fertig. Aber wir laufen einfach mal mit. So entdeckt man wenigstens auch ein bisschen die Welt. Ich bin gar nicht dabei, irgendwas Sinnvolles zu machen mit dem Ranger. Sondern eigentlich will ich nur die Gebiete erkunden, weil das gibt genauso viel Erfahrung. Die Quests hole ich dann immer nach. Also ich werde jetzt erstmal wieder nichts machen, eine Weile lang. Passt hier? Passt es? Passt? Nein! Nicht zerquetschen! Oh! Schmerz! Weg! Korrekter Startvorgang erkannt. So, als erstes hauen wir mal die Verwundbarkeit drauf, dann ziehen wir unseren Feuerschuss durch, weil dann machen wir gleich mehr Schaden, wenn die Verwundbarkeit vorne drauf ist. Cool, dass er obstructed ist. Dann setzen wir ihm Sperrfeuer oben drauf. Und ich kann das ja mal kurz demonstrieren, der hat nämlich keine Ground Control. Der gesehen, er ist ein bisschen zurückgerutscht, ich stand jetzt nicht so nah dran. Kann ich aber demnächst nochmal zeigen, den Kurzdistanzschuss. Ja, und hier natürlich Erschütterungshammer natürlich auch noch, um den Gegner notfalls zu unterbrechen. Übrigens für die PvP-Spieler unter euch, ich spiele auch mit Lang- und Kurzbogen im PvP. Und der Siegelskill vom Ranger. Die Skrits sind irgendwie ein bisschen sehr dämlich. Ich blicke da noch nicht ganz so durch bei den... Die werden intelligenter, desto mehr von denen da sind. Wenn nur einer da ist, sind die wohl ziemlich dumm. Also so ist wohl die Geschichte. Ich habe leider im Storyverlauf den Skrit nicht geholfen. Was ist das hier? Ah, okay, nur eine Wand. Was ist das? Einmal mitmachen. Ihr seht, ich wechsle auch ständig die Waffen. So, ich zeige euch mal den Point Blank jetzt hier. Bam! Point Blank. Ja. Und sogar eine Maske gefunden und ein Schwert, aber im Moment interessieren mich andere Waffen nicht. Aber ich bin mit meinem ganz zufrieden, was ich hier habe. Ah, nochmal ein Gold-Event. Ach ne, das war noch die alte Marke. Okay, alles klar, habe ich gerade schon gewundert. Ah, wir sollen jetzt ganz lange Inquestur-Leute beschäftigen, na, das machen wir doch gerne. Das ist ja gar kein Problem. Demnächst wird es dann auch passend zu dem Assassin's Creed Let's Play von Phil, wird es natürlich auch englische Videos weiter neue geben, auch von Guild Wars. Damit sich auch einmal ein paar Nicht-Deutsche unsere Videos angucken. Es ist ja im Moment etwas mau, deshalb hier nochmal der Aufruf. Wir bitten immer gerne um Abonnenten. Wir geben uns viel Mühe. Wir haben jetzt auch unsere Qualität weit hochschrauben können bei anderen Videos. Hab keine Furcht. Endlich. Du wirst wieder belebt. Und deshalb wäre es cool, wenn ihr unsere Videos öfter guckt oder auch ab und zu, dass ihr einfach mal abonniert. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Das habe ich verdient. Ah, wird jetzt ein bisschen eng gerade. Gut.
ein bisschen einsammeln hier. Da kommen schon die nächsten. Hier sieht man auch bei dem Kurzbogen sehr stark, wie man da die Blutung drauf setzen kann auf den Gegner. Wenn man dann noch eine Swiftness bekommt, dann schießt er ja noch schneller. Das kann man sich beim Ranger auch später skillen. Das geht auf jeden Fall, dass man sich eine Swiftness macht. Und naja, das dauert mir jetzt hier zu lange. Scroll mal ein bisschen raus. Versuche mich hier einigermaßen vernünftig noch zu verhalten beim Spielen. Weil reden und spielen ist immer so schwer. Vor allem, wenn man versucht, was Vernünftiges zu machen, ne? So. Hier auch der Trick mit der Falle. Wenn man die Falle relativ nah hinlegt bei sich. Na, ein Rally bekommen und dabei unterbrochen worden beim Heilen. Das ist natürlich jetzt ein lachendes, ein weinendes Auge. Ich wollte mich heilen. Bin dabei gestorben, hab Sammeln gekriegt. Es gibt's ja wohl nicht, oder? Jetzt zweimal hintereinander so ein Scheiß. Oh, selber schuld, ey. So, eure Tunnel. Ich sehe da hinten noch mehr Events. Ich versuche da mal hinzukommen. Hierbei killen wir ein paar Ratten. Und ein bisschen Schleim. Die sind mir mal sehr unangenehm, die Kerle. Weil die halt blocken können und weil vor allem die Ele von denen, also die Feuerele, übelsten Schaden raushauen. Das haben die bei Guild Wars 1 schon gemacht und das machen die hier auch noch. Jawohl, Stufe 18. Ja, Skillpunkte habe ich noch gar nicht verteilt. Ich weiß nicht, da habe ich es immer nicht so eilig am Anfang. Ich bin da so ein Sammler. Seht ihr, mit dem Kurzbogen geht das relativ schnell. Ja, rote Felder, wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt hier so rumspringe, rote Felder heißen immer ausweichen. Ah, schade, mein Spinne hat daneben geworfen. Die kann nämlich ein Combo-Field werfen. Das ist das Praktische an der Spinne im PvE. Sie kann dir halt ein Combo-Field machen. Und wenn du jetzt gerade nicht den Kurzbogen dabei hast, kannst du mit der Spinne gut Gift machen. Ansonsten kannst du es natürlich auch so machen. Wenn der Schleim nicht irgendwie ständig alles regenerieren würde. Und das nervt, das Immobilisieren von dem Schleim. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich gerade hinlaufe. Ich laufe einfach. Da ist ein Skillpunkt. Okay. Ich laufe aber auch jedes Mal wieder rein in den Scheiß, ey. Außerordentlich befriedigend. Ja, ich bin auch immer ein Freund davon, sich mal ein bisschen umzugucken beim Spielen, weil ArenaNet hat sich sehr viel Mühe beim Design der Welt gegeben. Und das muss man auch nahtlos anerkennen. Also, selten ein MMO gespielt, wo wirklich so liebevoll das Ganze designt wurde. Ja klar, die WoW-Spieler werden sich jetzt natürlich wieder aufregen, ihre Welt ist doch auch niedlich designt, ja, aber das finde ich bei dieser Comic-Grafik ist auch gar nicht so schwer, da irgendwas liebevoll zu designen, es sieht alles irgendwie niedlich aus. Aber hier haben sie sich sehr, sehr viel Mühe gegeben und da kann man auch mal darüber hinwegsehen, dass hier und da noch einige Sachen buggen. So, ich meine, sie arbeiten dauerhaft an dem Spiel, man kriegt ständig neue Patches, kleine, wo sie hier und da was fixen, das finde ich alles völlig in Ordnung. Ich habe Post bekommen. Nehmen wir mit. Ach, ein Schwein. So, wo sind wir gelandet? Ich guck mal. Ah, da ist ein Punkt, den sammeln wir mal gleich ein. Dann muss ich nachher hier nicht nochmal herkommen. Ah. Inquestur-Türme. Schön, jetzt ist sie durch meine Falle gerannt und ich kann ihr schön lange Brennen drauf geben. Ich werde mal die Geschütztürme hier nebenbei kaputt machen. Ich will nämlich das Spiegelei da vorne haben. Also ich nenne diese Sachen hier mal Spiegeleier. Die Sehenswürdigkeiten, weil sie halt ähnlich aussehen. Okay, wir brauchen mal ein bisschen mehr Schaden hier.
Mich getäuscht, geht auch nicht wirklich schneller. Nehmen wir, bleiben wir mal kurz oben. Triggern die Fallen? Nee, schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, meine blöde Kackspinne ist sich noch am heilen. Ah. Gut, den Turm machen wir jetzt mal noch platt und dann sehen wir uns, denke ich mal, im nächsten Part. Ich will noch zu diesem Spiegelei. Ich glaube, ich mache das mit Trick 17. Bis zum nächsten Part.